Ein lautes Hallo, Swappy Drosselli, der Pokémon-Chatter hat Musik und ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute spielen wir tatsächlich mit dem Orlando-Gewinner-Team. Link zum Ersteller mit Poképaste und allem drum und dran ist natürlich in der Videobeschreibung mal wieder. Und ja, es ist ein, tatsächlich, muss ich sagen, ein recht, was heißt einfach zu bespielendes Team? Also es ist einfacher als das von Wolfie, das Abgesang-Team tatsächlich. Das hat jetzt nicht gezeigt, aber das haben wirklich sehr viele gezeigt. Wo es auch mal, glaube ich, interessant wäre, wenn ich das mal auch spielen würde oder in irgendeiner Art von Parish Trap. Egal, werden wir auf jeden Fall mal irgendwann machen. Also Parish, also Abgesang werden wir auf jeden Fall mal spielen. Jedenfalls ist das das Team, was in Orlando die, was in Orlando gewonnen hat. Ist ein relativ simples zu spielen. Das Thema ist schon sehr anfängerfreundlich, muss ich gestehen, weil es halt sehr viel auf Angreifen geht. Und ja, wir spielen tatsächlich erstmal, weil erstmal hast du so eine ganz gewöhnliche Bizarro-Raum-Engine mit Servol und Cremanzo, ne? Das kennen wir alle, das sehen wir alle oft. Mit Spotlight Bizarro-Raum kannst du den halt rauskriegen oder du drückst halt Bizarro-Raum mit Servol, ist auch eine Möglichkeit. Und dann möchtest du im Endeffekt rechte Hand Flächenmacht oder rechte Hand Rüstungskanone oder Spotlight Flächenmacht, Spotlight Rüstungskanone spielen. Das ist so eine Möglichkeit, die du halt damit fahren kannst. Ja, ist eigentlich sehr simpel. Die Leute, die halt mit VGC angefangen haben, die kennen das, denke ich, auch zu gut, diese Kombination. Die sieht man halt sehr oft. Dann haben wir noch Flatterhaar. Flatter ist auch ganz cool mit Servol, weil erstmal musst du durch Psychofeld die ganzen Prioritäten nicht befürchten, die gut dagegen sind, weil die meisten sind ja natürlich physisch, ist klar. Ich glaube, es ist keine spezielle Priorität aktuell, die gespielt wird. Da kannst du auf jeden Fall Spotlight, Mondgewalt oder Spukball spammen, was halt ganz cool ist. Ist, wie gesagt, sehr anfängerfreundlich. Mit rechter Hand kannst du dann vielleicht auch nochmal Spukball, Mondgewalt supporten. Und ja, als ist, man muss halt wirklich nicht so viel sagen. Dann hast du noch Eisenhand. Ich glaube, das Überraschendste bei dem sind natürlich die, es ist natürlich, dass du da erstmal Fruststampfer hast. Meistens spielen ja eher so Eispiep, aber Fruststampfer ist halt ganz cool, weil gerade Eisenmotte sehr häufig rumläuft. Das ist so ein bisschen die Eisenmotten-Antwort. Zusätzlich zu Cremanzo natürlich, ist klar. Bei Eisenmotte macht dem Team eigentlich gar nichts zu schaffen, wenn man bedenkt, dass man noch Eisenbündel hat. Aber egal, wir haben Eisenhand auf jeden Fall mit Ableitdieb, Stromstoß, Fruststampfer. Das Unique ist tatsächlich, in Open Team steht es jetzt nicht so irrelevant, aber das Unique ist, dass es tatsächlich Mogelhieb spielt, trotz dass wir Psychofeld haben. Man muss ein bisschen aufpassen damit. Ist wie damals mit meinem Espinodon-Team, wo man aufpassen muss, dass man nicht rechte Hand neben Monetibo drückt. Aber wenn das halt nicht gegeben ist, gerade das Psychofeld, dann kann man auf jeden Fall mit Mogelhieb dann auch arbeiten. Ich denke auch, wenn du sehr wohl Cremanzolit hast, dann sitzt du da auch so ein bisschen und dann kann es auch gut und gerne passieren, dass du dann später mit Eisenhand reinkommst und das Psychofeld weg ist und mit Mogelhieb das auch, ja, da ein bisschen arbeiten kannst. Kann überraschend kommen auf jeden Fall, vor allem auf der Ladder, wenn man das Team nicht kennt. Ansonsten ganz gleich offensiv ist die Terra-Pflanze, wie es halt viele spielen. Ansonsten haben wir noch Eisenmittel, auch sehr klassisch. Hydropumpe, Gefriertrockner, Eissturm, Schutzschild ist natürlich das Set. Mit Energiekapsel auf Initiative Boost, damit wir schneller sind. Damit wir ein bisschen Speed-Kontrolle haben, weil ich meine nämlich, dass das Cremanzo gar nicht so langsam ist. Und auch das Wutpilz gar nicht so langsam ist. Da kann man vielleicht gegen mittelschnelle Pokémon da auch ein bisschen rundum arbeiten. Und ansonsten auch mit Flatterhaar tatsächlich, dass man da auf jeden Fall Schutzschild mit Flatterhaar drücken kann und erstmal auf Eissturm, damit Flatterhaar dann später halt schneller ist. Da kann man mit Combo-Attacken dann da so ein bisschen rumarbeiten. Ja, Terra Geist denke ich einfach mal, damit man von Kampfattacken nicht getroffen wird, weil da kann ja gut und gerne mal Nahkampf kommen, muss man gestehen. Ja. Und ja, ansonsten Wutpilz haben wir, das ist glaube ich auch der Grund, warum ich unbedingt Bock hatte damit zu spielen, weil ich liebe gezinkte Würfel. Ich sag das oft, aber gezinkter Würfel ist mittlerweile mein Lieblings-Item. Ich liebe das und ich finde es auch cool, dass es auf Wutpilz gespielt wird. Ne? Freue mich auch bei Flo's Kämpfe auf jeden Fall in der MPBL, das öfter vielleicht mal zu sehen. Ich hoffe, er spielt es oft. Ansonsten, weil es so ein gutes Go-To-Item auf jeden Fall auf dem, neben Energiebooster, Energiekapsel. Kugelsaat, Knirscher, Pilzsporo, Nahkampf sind die Attacken. Also mit Unlicht und Kampf triffst du eigentlich sehr vieles, sehr effektiv bis neutral, zumal ja Kugelsaat resistiert wird von so Sachen wie Gift und Stahl-Pokémon. Gift kommt jetzt nicht so häufig vor, abgesehen von der Motte, aber da kann man halt Knirscher drücken, aber gegen Stahl-Pokémon noch einen Nahkampf zu haben, ist da ganz praktisch, muss man sagen, ne? Und ansonsten hast du halt Pilzsporo, was dem Team auch sehr gut zugute kommt, weil du manchmal wirklich, weil es da manchmal wirklich Threads gibt, die du auf jeden Fall eingeschläfert haben möchtest. Zumal so Sachen wie Eisenbündel und Flatterhaar gerne mal 2 Hits brauchen oder 3 Hits, um gewisse Pokémon zu entfernen. Und zu guter Letzt haben wir noch Cremanzo mit Terra-Pflanze, Feuerfänger. Ist halt auch relativ Standard seit Anfang, seit es das gibt. Rüstungskanone und Flächenmacht, Schutzschild, Bizarro-Raum. Sie haben zweimal einen Bizarro-Raum und das kann halt ganz gut vom Vorteil sein. Ja, das ist das Team. Kommen wir nun zu den Kämpfen.
Und damit sind wir zurück und wir müssen gegen Nigrahi, Tatsugiri und so. Ich würde fast schon sagen, wie machen wir das? Ich denke, ich hätte schon gerne, ehrlich gesagt, den Trick Room. Das ist ganz cool. Der gezinkte Würfelball ist auch richtig nice. Jetzt muss ich nochmal das Eisenhand angucken, damit wir dann gut Bescheid wissen. Ja, okay. Dann würde ich noch den mitnehmen. Ich denke, den Speedy-Modus würde ich auch einfach mal lassen. Und dann gucken wir mal. Also es ist das Gewinner, wie gesagt, Gewinnerteam aus Orlando. Ich bin mal gespannt. So ganz klar komme ich, glaube ich, noch nicht damit. Aber wird schon... Irgendwie ist es mir... wie soll ich das sagen? Du hast zwar genug Damage, klar, aber irgendwie... Naja, wir gucken mal. Aber auf jeden Fall ist das schon mal ein starker Lead für mich, weil ich kann einfach Spotlight Bizarro Raum drücken. Da kommen Screens gleich, das ist klar. Also wir werden hier auf jeden Fall die... Screen sehen und der hat sogar eine Energiekapsel. Das ist sogar gut. Ich könnte mich einfach Spotlight drücken. Ich sehe da auch kein Problem, wenn ich ehrlich bin. Wir können einfach mit Tau rumgehen. Weiß nicht, was er da großartig vorhat, außer Screens hätten, ne? Ist halt dann die Frage, ob der dann natürlich rechte Hand. Obwohl, ich drücke wahrscheinlich nicht die rechte Hand. Ich glaube, ich spamme einfach Spotlight. Mal gucken, ich bin mir nicht sicher. Lichtschild kommt, ja, ist okay. Weil er ist ja speziell ja schon ziemlich krass aufgestellt. Zauberschein, aber das ist aber nicht schlimm. Weil wir können einfach, ja, also. Drücken einfach weiter Spotlight, ne? Wir drücken einfach Spotlight. Drücken wir Flächenmacht oder Rüstungskanone. Was sagt denn mein Team gegen Olanga? Na, ist eigentlich egal, ne? Ich denke, ich mag den Single-Target-Rüstungskanone. Sind beide halt nicht geil, ne? Sind halt beide nicht geil. Muss halt die ganze Zeit auf Zauberschein und Dings, ne? Schmarotzer. Das macht schon guten Schaden. Wir gehen erstmal auf die Rüstungskanone. Ja, Dude, nee. Wir leben doch eigentlich eine... ein Schmarotzer, oder? Wollen wir einfach Terrafee gehen und Spotlight drücken? Dann leben wir nämlich noch einen Schmarotzer. Und dann haben wir nochmal eine Runde frei für noch ein Spotlight. Aber was kommt jetzt rein auf die Rüstungskanone, ist die Frage. Der da, okay. Aber das ist cool, weil, wie gesagt, wir können dann halt einfach nächste Runde nochmal spotlighten. Weil wir halt jetzt Terrafee sind. Ist ein bisschen komisch, ich weiß, aber irgendwie in meinem Kopf hat es gerade Sinn ergeben. Wahrscheinlich eben wegen so einer Situation, wenn man Terrafee gehen, eben wegen Unlichtattacken, damit man einen längeren Spotlight hat. Aber ob das jetzt auch hier wichtig ist, ist halt natürlich die Frage, ne? Ist natürlich die Frage, aber wir testen uns ran. Wir müssen hier, ja, okay, ich mache jetzt. Ja, der macht halt gar nichts jetzt, ne? Macht sogar guten Schaden. Ich würde fast vermuten, dass wir da auch auf jeden Fall mit dem Expanding Force gut aufgestellt sind. Drücken einfach nochmal Spotlight und Flächenmacht, ganz ehrlich. Auch wenn er Schutzschildet von mir aus mit dem Rahmen, da wird er halt jetzt sehr wohl mit Dings nicht rausbekommen, ne? Mit Olanga nicht rausbekommen, weil er halt Schmarotzer hat. Schmarotzer Screens Mogli wahrscheinlich. Hätte ich jetzt getippt. Oder von mir aus ein Trugtrainer. Also auf jeden Fall irgendwas, was schnell ist von der... Irgendwas, was mit Prioritäten attackiert halt, ne? Ja, ist krass. Also, man kann halt auch so Terra nutzen. Wie gesagt, ob es jetzt mehr so viel bringt am Ende des Tages, ist halt die Frage, ne? Geht damit raus. Aber es könnte natürlich noch ein Schutzschild kommen, ist klar, ne? Aber der... Hat er ein Unlicht-Pokémon und ein zweites? Nö, der wird sterben.
Also mit etwas Glück sterben sogar beide jetzt. Nee. Okay, aber Dings stirbt auf jeden Fall. Das Ding stirbt auf jeden Fall. Ja, das heißt, wir haben Fluttermane raus. Das ist gut. Das ist gut für unsere Eisenhand, wenn ich ehrlich bin. Der profitiert sehr davon jetzt gerade. Ist jetzt nur noch die Sache. Hat der Schlammburg auf dem wahrscheinlich? Nee, hat. Na, wobei, muss nicht sein. Muss nicht sein. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal die Expanding Force drücken. Weil ich ja gesehen habe, der hat ja Schmarotzer bisher nur gedrückt. Ob der jetzt Spirit Break auch hat. Ne, das heißt ja, dass dann eine Feenattacke fehlt für Eisenhand und für unseren Pilz. Ich glaube, wir haben unseren Pilz dabei, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe. Ja, dann kommt jetzt eine Schlammburge, glaube ich. Aber wir drücken eine Flächenmacht. Ich will den weg haben. Da wurde halt auch noch nicht geterrat, ne? Aber eine Flächenmacht wird auf jeden Fall sehr stark sein. Das ist die Sache. Also wir wissen auf jeden Fall, King Gambit kann nicht terran. Das wird ein bisschen problematisch sonst. Aber wir kriegen zumindest Chip auf die Eisenmotte. Die Eisenmotte geht raus. Ah ja, okay. Das hätte natürlich auch passieren können, ne? Ganz klare Sache. Da habe ich das gerade nicht erscoutet. Auf jeden Fall nicht. Also, ich hoffe für ihn, dass er unlicht ist. Psycho. Sehe ich auch nicht alltag, aber der kriegt zumindest Chip. Ah, der Terra Blast dann? Ist das dann nicht sogar gut für uns? Weil Wutpilz wird jetzt richtig cool sein dann dementsprechend. Wow, er hat vergessen, dass wir Fee sind. Er hat vergessen, dass wir Fee sind. Spotlight-Schutzschild vielleicht? Ne, wir gehen auf Bizarro-Raum für den Fall und Schutzschild. Aber hat der Terror Blast, ist die Frage, ne? Aber wie gesagt, der Wutpilz wird auf jeden Fall richtig cool sein. Ich kann jetzt das King Gambit einfach knirschen, ne? Das ist cool. Ist auf jeden Fall cool. Ja, wir gucken mal, was passiert, aber ich glaube nicht, dass ich meinen Bizarro-Raum hier rauskriege. Das wäre ein bisschen komisch. Das wäre ein bisschen komisch. Ja, mal schauen, was er noch da drauf hat. Das ist schwierig zu sagen. Kniefallspalter. Ich glaube, ich gehe in Burnet. Und klicke den Knirscher tatsächlich. Und gehe hart raus. Und dann habe ich nochmal Fake Out Pressure. Weil der hat bisher nur Schmarotzer, Mogelieb, Lichtschild, Reflektor. Ja, 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 ja. Er wird jetzt wahrscheinlich Reflektor drücken, um den Knirscher zu überleben. Deswegen gehen wir da auch jetzt hart raus in unser Eisenhand, damit wir den Kniefallspalter da auf jeden Fall abfangen. Und dann müssen wir ein bisschen schauen. Wobei Armor Rouge können wir sogar vorstellen, dass er von der Motte was überlebt später. Das einzige Problematische könnte jetzt nur lediglich sein, dass der... Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist sogar schneller. Fußkick. Das macht gar nichts. Das ist auch sehr bulky. Knirscher. Das ist jetzt natürlich eine Sache, ne? Ah, okay, Mogelieb. Ja, Mogelieb für den Fall. Dass er da, damit er da keinen Reflektor rauskriegt. Das heißt, damit wir ein bisschen mehr Damage rauskriegen, auf jeden Fall. Ich muss halt ein bisschen schauen, dass ich da vielleicht nicht ein bisschen... Ja, das ist okay. Das ist okay, weil jetzt können wir nämlich einfach den Mogelieben. Perfekt.
Okay, das war ein komischer Play. Ich bin Meisterball, by the way. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich Lowletter bin, ne? Der Mogli war doch... Wobei, naja, man muss fairerweise sagen, ich habe ein Psychofeld, ne? Also, dass da ein Mogli unbedingt drauf ist, muss man jetzt nicht unbedingt erwarten, ne? Muss man jetzt nicht unbedingt erwarten. Die Sache ist, ich würde gern, glaube ich, sogar wirklich in Amarouche raus und... Ganz... Ja gut, Froststampfer. Ja. Weil Amarouche lebt auf jeden Fall sowohl eine Schlammburge als auch ein Flammenwurf. Wir haben Feuerfänger, ne? Dann dementsprechend erst recht Hitzewelle, ja. Guck, siehst du, haben wir Feuerfänger noch hier drauf. Selbst ein Burn wird hier nicht retten. Schade, ich hätte gehofft, der burnt mich. Einfach nur vor den Lulz. Und dann kriegen wir hier einen Froststampfer und dann soll es eigentlich auch GG sein. Der kommt mit Schmarotzer nicht gegen Amarouche, Eisenhand und Bird und Burnett an. Überhaupt nicht. Also das kann er halt knicken. Zumal wir sind ja schneller, ne? Das haben wir ja schon gesehen. Wir sind schneller. Der wird jetzt aufgehen. Ja, wir sind ja schneller. Wir haben das ja im Bizarro-Raum gesehen. Gut, das war der erste Kampf. Ging eigentlich relativ gut fit und dann sehen wir uns im nächsten Kampf. Bis gleich. Und damit sind wir zurück und wir müssen gegen... Ja, okay, so, das Team kennen wir auch. Das ist so halb Parish Trap, aber auch so ein bisschen offensiv, Fokusgurt. Great Tusks auf jeden Fall dabei. Da müssen wir ein bisschen schauen, aber ich glaube tatsächlich, ich mag den. Mit den gezinkten Würfeln. Ich möchte mal auch mal mit gezinkten Würfeln spielen. Ich denke, das ist auch hier so okay, wenn wir so liegen. Und wollen wir Late Game Trick Room haben? Das einzige Problem, was ich hier sehe, ist, dass der Terrafe gehen könnte mit dem Graffitel Lead. Aber das ist schon okay, denke ich. Wollen wir den Speed Modus nehmen? Wir wollen eigentlich den Bizarro Raum Modus. Wir müssen ein bisschen aufpassen vor Despotar in the Back, ne? Aber ich denke, der leadet mit dem. Ich denke, der leadet mit dem. Der will ja eigentlich den Bizarro-Raum so gut es geht verhindern. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann dementsprechend ein Despotar-Lead kommt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Terra-Flug ist. Ich bin mir nicht sicher mit dem Team. Habe ich das zufälligerweise hier offen? Kann man sich das... Kann ich das vielleicht sogar mir angucken gerade, was er da spielt? Ich glaube schon. Wo ist es? Ja, habe ich mir gedacht. Gezinkte Würfel, Kugelsaat und Mogelieb. Also er könnte Terraflug gehen, ist klar, aber ich Mogeliebe den erstmal. Das sieht mir nach Instant Terra aus. Das könnte Instant Terra sein. Nö. Aber das ist absolut okay, oder? Das macht gar nichts. Und wir dürfen die gezinkten Würfel nutzen, oh mein Gott. Oh, das macht ja gar nichts. Aber wir kriegen Chip. Das ist ganz cool. Reichen 5 Hits? Nee, reichen nicht. Nee, reichen nicht. Doch, vielleicht, closes Ding. Ja, Goffitel ist schneller. Ich glaube, Spore wäre das Beste, weil er könnte Terrafe gehen. Und ich denke, auch so ein Ableit-Tipp könnte eigentlich ganz okay sein. Ja, ich muss den wegkriegen. Er könnte jetzt aber eine random Hypnose kommen. Psychokinese, aber das werden wir mit der Offensivweste gut leben. Ja, easy. Oh. Also, das ist klar. Okay, flinch bitte Nummer 1. Oh, bitte flinch mich. Bitte, bitte! Schade. Bitte flinch Eisenhand. Das wäre so... Oh, bitte, bitte, ich flehe dich an. Ich flehe dich an. Flinch ihn. Ja! Geil! Okay. Ich denke... Doch, Kugelsaat? Nee.
Ich würde trotzdem hier knirschen und ich würde hier auch Ableitiv drücken. Der wird jetzt hier halt auf Rockslide Flinches gehen, ne? Der wird auf Rockslide Flinches gehen. Oder der Choke geht auf Fußkick. Er misst einen. Okay, dann ist er schon mal safe tot. Aber den Chip würde ich auch gerne nehmen. Danke. Das ist gut. Ich bin nur doof, dass ich jetzt... zu viel Chip kassiert habe. Zumindest haben wir einen Hit rausbekommen gerade eben noch. Wurde nicht geflutscht. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Glück haben, dass er nicht instant aufwacht, ne? Dann kriegen wir vielleicht einen safen Hit auf irgendwas raus. Also vielleicht kriegen wir einen Kill raus. Mal gucken. Hat er Traumfugel gehabt? Hat er Traumfugel gehabt, oder? Versuch's hier zu finden. Ich hätte schwören können, ich hab's heute gesehen. Ja, hier. Eisen und Schwertanz. Iron Bundle. Ja, okay, der Sash. Kugelsaat. Stromstoß. Er wird jetzt auf Zauberschein gehen, ja. Geht mich das mit Iron Hands? Ja, okay. Schade. Er hat aber kein Mogelieb. Nee, aber der hat so eine Beere. Das heißt, der Typ hat das so ein bisschen abgeändert. Und der ist Lebenorb. Das stimmt, das ist ja nicht ganz das Team, ne? Schade. Aber gut, wir hätten so oder so unsere Mons verloren dann. Ja, da hatten wir ein bisschen Unluck. Dann drücken wir aber jetzt einfach Spotlight und Bizarro-Raum. Weil dann hat er vielleicht nur noch, da muss er glaube ich noch, ich guck mal nochmal, was er dabei hat. Der Sputter ist ja weg, das ist ja schon mal gut für uns. Und dass wir da jetzt das Psycho-Samen aktiviert bekommen, ist auch gut für uns, muss man sagen, ne? Weil der sehr speziell angreift. Okay, da ist wahrscheinlich Great Tusk dabei, dann gehe ich einfach, dann mache ich den Auto-Mode, einfach Spotlight und Zauberraum und easy, ne? Und wenn er Verhöhner hat, können wir nächste Runde einfach Zauberschein und Flächenmacht drücken. Das wird uns jetzt auch nicht, das wird ein Double KO auf jeden Fall. Spukball, ja, muss er machen für den Fall, ne? Der Verhöhner war klar. Ist es Zauberschein? Vielleicht Teraphee Zauberscheinflächen macht? Nee. Obwohl doch. Ich glaube für den Fall, dass es halt eben nicht reicht. Ich glaube eben für den Fall, dass es nicht reicht, sollte ich Teraphee gehen. Weil der hat nämlich noch Great Tusk. Ja, für den Fall, dass es halt wirklich nicht reicht. Wäre es ganz gut. Aber der könnte auch... Ne, der hat Great Tusk dabei wahrscheinlich. Ja, wir sind beide noch langsamer, definitiv. Ich denke sogar, dass der Zauberschein reichen könnte. Mal gucken. Also Flächenmacht Zauberschein reicht auf jeden Fall, denke ich. Frage ist halt, ob wir schneller sind, ne? Oh mein Gott, der spielt Donnerwelle. What the fuck? Warum? Wer spielt Donnerwelle? Was ist das für ein Set? Ah, der geht jetzt auf die Hex. Ja, okay. Ja, okay, dann wird's wenigstens witzig, ne? Dann wird's wenigstens witzig. Dann wird's wenigstens witzig, wenn ich gehext werde, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann wird's wenigstens Comedy Gold. Aber ich glaube, da kann noch geterrat werden, ne? Iron Bundle. Ich sag, Flächenmacht into Zauberschein könnte eine Sache sein. Bitte nicht. Ich hab Angst.
Wähl aus, wähl aus, wähl aus. Ich hab Angst. Also sag die. Vielleicht machen sie Zauberschein, reicht auf jeden Fall. Wir sind Terra Fairy. Ja, okay. Alter. Wir sind, glaube ich, auch zu speziell defensiv aufgestellt. Der wird da mit, ich glaube, Eisenbüttel auch nicht unbedingt klarkommen gegen, ne? Ja, Flächen macht Zauberschein. Ich weiß halt nicht, ob der den so gut lebt. Aber wir. Okay, wir sind schnell. Wir kriegen das hin. Okay. Gut, nochmal Glück gehabt. Wer spielt bitte schön Donnerwelle Goffitail? Ah, oh, Belex, bitte mach nicht. Der hat ihn ja in der NPBL. mach mal nicht, ich spiele Misty Terrain, ich schwöre. Das war's auf jeden Fall mit dem Team. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns nächstes Mal mit einem anderen Team. Habt noch einen schönen Abend, Tag und ein nice Life. Macht's gut.